Wenn wir jetzt hier zumachen. Hui! -ja. Hahaha! <laughs> Heiligs Ah! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Stationers, meine lieben Freunde. In der Europarunde haben wir beim letzten Mal noch einmal das Gewächshaus optimiert. Ich habe jetzt hier in den Gängen zum Gewächshaus auch mal Lampen installiert und ich habe jetzt hier auch die Luftschleuse an den Start gebracht. Ich hatte es vergessen, oben über dem Aufzug äh, Platten zu installieren. Und den Aufzug abzutrennen. Das heißt, ihr werdet euch wahrscheinlich schlapp gelacht haben in der letzten Episode. Alle, die das mitbekommen haben, dass ich das da oben vergessen habe abzuschotten. Kein Wunder, dass das teilweise mit dem Druckausgleich so komisch war. Aber jetzt habe ich das gemacht und jetzt funktioniert es auch. Wir haben jetzt im Gewächshaus eine CO2. Naja, also die Möglichkeit, CO2 anzusammeln. Aber die Pflanzen sind so CO2-hungrig. Ich sag's euch. Die schnecken sofort alles weg, was mit CO2 zu tun hat. Egal, wie viel man da reinleitet, egal was man da macht, wir haben ja hier die Filter am Start, die uns das CO2, das reicht alles nicht. Was ich an CO2 unten in der Base ausatme, das geht hier sofort in dreifacher Menge wieder raus. Das heißt, wir müssen eigentlich, wenn wir jetzt Eisen schmelzen und Materialien schmelzen, müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass wir das CO2 davon auch dann hier benutzen bei den Pflanzen, weil sonst, äh, ja, wird das nichts. Übrigens, apropos schmelzen, ihr seht es vielleicht links, wenn ich mal das Augenmerk auf meine linke Bildschirm... Drittel, Viertel mal lenken darf, ja, dann seht ihr, meine Tasche ist voll. Ich habe den Mining-Rucksack und den Mining-Belt und da ist alles Mögliche an Erz drin. Und wir werden heute die Speziallegierungen schmelzen. Am Advanced Furnace werden wir die Speziallegierungen schmelzen und es wird absolut bahnbrechend sein, weil wahrscheinlich alle möglichen Explosionen dabei stattfinden werden. Genau, das werden wir machen. Und jetzt wollte ich noch eine Sache zeigen. Genau, ich wollte euch noch meine passive Kühlung zeigen. Die ohne Energie funktioniert. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil wir nutzen im Endeffekt die Tatsache, dass auf Europa die Außentemperatur ja bei minus 140 Grad liegt und eine Sauerstoffatmosphäre ja auch ist. Das heißt, ähm, wir haben hier die Kühlung der Base, beziehungsweise des ganzen Hauptkomplexes. Das funktioniert folgendermaßen: Oben ist ein isolierter, ein insulated passive Vent, der einen Teil von der Atmosphäre in das Rohr, in das isolierte Rohr reinleitet. Und wenn wir das Ventil aufdrehen, dann wird der diese Atmosphäre, diese minus 140 Grad, in den Teil des Rohres geleitet, der an diesen Radiator angeschlossen ist. Und der Radiator versucht ja einen Ausgleich zu schaffen zwischen der Temperatur im Rohr und der Außentemperatur der Luft. Das heißt, wir haben ein Luftkühler im Endeffekt, der passiv funktioniert, wo keine Energie gebraucht wird. Und das funktioniert. Das funktioniert wahnsinnig gut sogar. Wir brauchen wirklich nur dieses Teil und der Kühleffekt ist jetzt nicht extrem. Der ist spürbar, aber der ist nicht extrem. Und äh, ja, wir haben 24 Grad in der Base. Und wenn es zu weit absinkt, können wir halt zudrehen oben das Ventil. Ja, und dann äh, haben wir halt die Wärme wieder. Steigt halt die Wärme wieder ein bisschen über die Zeit. Und wenn es dann wieder zu warm wird, können wir wieder die Kühlung aktivieren. Also das ist eigentlich. Das braucht auch nichts, das braucht keinen kein Strom oder irgendwas. Das ist einfach super. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ich hatte, glaube ich, die Kühlung. Ah, Helm zu machen, spielwehr Und hier die Tür zu machen. Ich hatte die Kühlung, glaube ich, äh, hier drin im Gewächshaus auch noch angemacht. Da muss ich aber ein bisschen aufpassen, weil es kann nämlich da drin tatsächlich sein, dass es da ein bisschen zu schnell kühl wird. Da haben wir nämlich dieselbe Kühlung am Start. Machen wir auf hier. Äh, ja, es sind nämlich nur noch 15 Grad. Wir müssen die Kühlung hier nämlich abschalten schon. Hier geht es ein bisschen zu schnell. Ähm, das ist halt. Der Raum ist halt wesentlich kleiner, ne? Und deswegen ist die Kühlung hier natürlich viel schneller dabei. Die Temperaturen runterzukriegen, genau. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken, ob die Werte bei den Pflanzen noch stimmen. Denn wir haben jetzt ganz viel zu tun. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir das mit dem Schmelzen machen. Hier habe ich jetzt nichts mehr eingepflanzt, genau. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir das mit dem Schmelzen von den Speziallegierungen machen. Also, ich werde jetzt immer ein bisschen in diese Stationpedia im Spiel reinschauen, aber auch in die externe Wiki um die Werte nochmal anzugucken, die wir für die einzelnen Legierungen brauchen. Und wir müssen jetzt auch noch eine Sache, bevor wir das jetzt anfangen können mit dem Schmelzen, müssen wir noch eine Sache machen. Und zwar müssen wir jetzt nochmal einen Stack Stahl. Wir haben, ihr seht ja, ich habe zwei Stacks Stahl in meinem Rucksack. Wir müssen mal einen davon jetzt aufteilen. Und zwar hier an diesem Ding. Das habe ich jetzt hier mal aufgebaut. Das ist der Stacker. Stecker, den macht man hier an der Autolace. Und wenn ich hier jetzt einen, ich habe jetzt hier eine Zahl eingestellt, 100, wenn ich das Ding jetzt anmache und hier den Stahlsteck hinten reinstecke, müssten jetzt auf der anderen Seite genau zwei 100er stacks rauskommen. Das heißt, ich habe das jetzt aufgeteilt. Die Metalldinger kann man nur aufteilen mit dem Teil hier. Das geht leider nicht mit Splitten. Was auch irgendwie unlogisch ist, weil eigentlich sind es ja Barren und Barren sind ja eigentlich schon portioniert und eigentlich müsste man die ja voneinander trennen können. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand, keine Ahnung, Goldbarren kauft und dann kleben die Goldbarren zusammen und er kann die Goldbarren erst trennen, wenn er sie so in eine Maschine packt. Habe ich noch nicht gehört. Aber gut, wir behaupten einfach mal, dass. Ein okay, wir sagen einfach mal ein Barren. Enthält 200 Gramm. So, so macht es wahrscheinlich Sinn. Und das Ding schneidet einfach den Barren halt in zwei Hälften dann. Und dann sind, sind halt zwei Barren da, die beide. Ist zwar immer noch irgendwie ein bisschen komisch, aber dann ist es vielleicht ein bisschen logischer. Ja. Genau, ein Barren mit zwei. So würde es wahrscheinlich Sinn ergeben, ja. Aber okay. Ich würde eher sagen, also sinnvoller wäre es eigentlich, wenn. Ja, egal. Wir machen mal die Tür zu. Wir reden nicht mehr davon. Genau. Irgendwie ergibt es schon Sinn, aber irgendwie auch nicht. Lass mal Helm zumachen. Oder war der jetzt? Der war schon zu. Okay, dann machen wir hier zu. Genau, und dann gehen wir mal raus. So, jetzt wird spannend, meine lieben Freunde. Jetzt wird sehr spannend. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Stationiers reinziehen, genau, ihr lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr schaut gerne in die Playlist rein. Wenn ihr nicht wisst, wie wir hierher gekommen sind, die sind mal am Anfang des Videos rechts um der Ecke verlinkt oder am Ende. Ihr könnt auch gerne. Kommentar dalassen, dalassen. da lassen, Tipps da lassen. Da habe ich auch schon ganz viele wertvolle Tipps bekommen, die ich auch schon teilweise umgesetzt habe. Teilweise auch nicht, aber teilweise schon. Und ich habe, genau, noch, genau, ihr könnt auch den Kanal abonnieren, und die Benachrichtigung aktivieren. Genau, da verpasst ihr kein Video mehr, auch nicht zu Station jetzt. Denn es kommen noch andere Projekte auf meinem Kanal. Ganz viel verschiedener Kram. Genau, immer auch Chaos, ganz wichtig. So, ich habe mal diesen Tank jetzt von diesem äh, Netz hier abgesplittert, abgetrennt. Der ist jetzt nicht mehr verbunden. Ihr seht das Rohr, das fehlt da jetzt, weil ihr, euch ist vielleicht aufgefallen, der Druck hier ist schon bei 13,1 MPa und dieser Tank hält nur 20 aus. Der externe Tank, den wir vor dem Gebäude aufgestellt haben, der Gastank, der hält 60 MPa aus. Das heißt, der kann noch mal dreimal so viel Aufnehmen und ähm, ich habe mir mal gedacht, das ist, glaube ich, ein bisschen safer, als wenn man hier diese kleine Bombe. In diesem Haus stehen haben, die nur darauf wartet, in die Luft zu fliegen, bei 20 MPA. Weil immer, wenn wir hier den Ofen wenden, geht das alles hier teilweise. Also es geht zum Teil in den externen Tank, der ja viel mehr Kapazität hat, und eben auch hier rein. Und wenn der externe auch bei 20 ist, dann juckt den das nicht, aber wenn der hier bei 20 ist, platzt der. Und deswegen habe ich den mal abgenommen jetzt. Müssen wir mal gucken, was wir mit dem Gasen, was da drin ist. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir da machen. Ähm, vielleicht. Mache ich das mit einem Druckventil einfach in die andere Richtung und pumpt das einfach in den anderen Tank. Aber das steht jetzt erstmal hier und das ist erstmal egal. Genau so, dann lass mal speichern nochmal. Weil jetzt wird es spannend. Also jetzt muss ich mal in die Stationopedia gucken. Beziehungsweise, nee, ich gucke jetzt erstmal hier rechts rüber. Mit was fangen wir denn an? Also am schwersten ist Insunel tatsächlich, weil Insunell braucht 600 bis 100 kK. 600k bis 100 kK, 24 MPA wir brauchen doppelt so viel gold wie wir nickel und stahl brauchen. da ich das aber alles dabei habe, würde ich sagen, wir fangen tatsächlich mit inzonell an, weil dann haben wir das schwerste schon mal weg. also, wir brauchen, erstmal gucken auf die werte, ist hier hinten zu, ja, da ist zu. wir haben aktuell 15,7 mpa. ich zeige euch noch mal ganz kurz die werte vom inzonell damit ihr das auch mal sehen könnt, weil ich sehe das nämlich hier gerade in der externen Wiki und ihr seht, sollt das ja auch mal gesehen haben, genau. Also wir brauchen 0,5 Gold, also wir brauchen doppelt so viel Gold, wie wir Stahl und Nickel brauchen, ja. Und 23,5 MPA, 24, das ist ein sehr enger Bereich, was den Druck angeht, ja. Also das ist halt so ein bisschen ein Problem, dass das so ein schmaler Bereich, ist, weil da muss man halt sehr, sehr, sehr schnell sein dann. Das heißt, wir müssen unbedingt erstmal das Zeug reinmachen, erstmal einschmelzen lassen und dann schauen, dass wir den Temperatur- und Druckbereich möglichst präzise treffen. Das ist halt nicht so einfach. Genau, also 600 K bis 100 K. Wir müssen erstmal auf diese Temperatur kommen, bevor wir dann den Druck runterregeln auf diesen Wert. Das heißt, wir haben jetzt 15 MPa äh, definitiv und wir haben 569 K. Okay, das ist sogar von der Temperatur gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Und der Druck ist auch eigentlich gar nicht so weit weg. Okay, wir sollten auf jeden Fall jetzt erstmal erst das machen. Also jetzt brauchen wir... Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir haben... Wenn wir jetzt 100 Stahl haben, dann brauchen wir 200 Gold. Wir haben aktuell 1, 2, 3, 4... Das sind 200. Und hier haben wir nochmal, wir haben 300 Gold dabei. Also wir können einmal in machen, indem wir jetzt einmal Stahl hier reinstecken. Das ist jetzt ganz wichtig, genau, Stahl rein. Aber nicht hier, nicht hier den Hebel ziehen, der Hebel muss zu sein, ganz wichtig. Ganz wahnsinnig essentiell ist das jetzt. So, ist es eingeschmolzen. Dauert einen Moment. Ja, genau, jetzt ist es eingeschmolzen. So, jetzt machen wir viermal Gold rein. Und das muss natürlich auch erstmal einschmelzen. Na, es dauert natürlich auch einen Moment, bis das eingeschmolzen ist. So, jetzt ist das drin. Das ist drin. Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig, aber es müsste eigentlich richtig sein. Das Verhältnis ist halt 0,5 zu 0,25. Das müsste eigentlich äh, bedeuten, dass man doppelt so viel Gold braucht, wie man Stahl braucht. Und dann brauchen wir nochmal 100 Einheiten Nickel. Das haben wir ja auch. So, jetzt haben wir die 400 Einheiten Gold. Jetzt müssen wir nochmal 100 Einheiten Nickel reinpacken. Und dann müssen wir schauen, dass wir den Ofen auf die richtigen Werte kriegen. Also, jetzt zwei Stacks Nickel noch rein. Genau, da ist der erste durch und da ist der zweite durch. So, jetzt müssten die Sachen eigentlich schon passen. Eigentlich so, wir sehen, wird nicht grün, das heißt, das stimmt noch was nicht. So, jetzt haben wir, wir sind ungefähr nee, 88.000 drunter bei der Temperatur und wir brauchen noch mehr. Uh, Druck, wir müssen noch ein bisschen mehr, also wir müssen eigentlich beides hochkriegen, Druck und Temperatur. Jetzt müssen wir mal schauen, Nehmen wir hier das Werkzeug weg, das brauchen wir jetzt nicht. Mach mal ganz vorsichtig zwei von denen und vier von den Volatiles. Wir müssen uns jetzt vorsichtig nach oben tasten. So, mal vier von den Volatiles mal machen jetzt. Eins, zwei, drei, vier, genau, die stecken wir jetzt hier mal rein. Und drücken hier mal drauf. So, und jetzt gucken wir mal, wenn es grün wird, der Knopf, dann haben wir es richtig gemacht. Ja, das geht schon in die. Ja! Wir haben es! Jawohl! Es hat funktioniert. Nice! Oh. Das war aber auch schon ziemlich nah dran, also schon. Von, von, also schon in der Nähe. Das war schon gar nicht schlecht. Okay, jetzt Achtung, Achtung, Achtung. Wir sind immer noch nicht fertig. Wir haben noch so viel zu tun, meine lieben Freunde. Wir haben noch so viel zu tun. Das war jetzt gerade erstmal der erste Streich und der zweite folgt sogleich. So, jetzt müssen wir schauen. Wir brauchen, wir brauchen. Was haben wir dabei? Was, haben, was können wir machen? Wie wäre es denn, wenn wir jetzt mit Astroloy weitermachen? Weil wir haben einen ganzen Stack Stahl und mit Astroloy brauchen wir dann äh, 100, also wenn wir 200 Stahl reingeben. Machen wir hier wieder zu. Wir geben jetzt mal 200 Stahl rein. Für Astroloy. 200 Stahl. Und dann brauchen wir jeweils 100 Kupfer und 100 Kobalt. Denn das haben wir nämlich auch gerade dabei alles. Würde ich sagen. Genau. Muss erstmal durchschmelzen. Wir müssen ein bisschen den Druck im Auge behalten, weil wenn wir jetzt Sachen reinfügen und die eingeschmolzen werden, entstehen wieder Gase, die den Druck erhöhen. Und das kann unter Umständen zu Bumbum führen. Das wollen wir nicht, Bumbum. So, jetzt haben wir, genau, jetzt brauchen wir 100 Kupfer. Machen wir erstmal Kupfer rein. War schon mal erster Erfolg. Das ist schon, da haben wir schon das Schwerste geschafft, fast. Weil das ist das mit dieser schmalen Bandbreite an Druck, das ist schon nicht so einfach, Ja. Da musst du wirklich von 23,5 bis 24 hast du noch Spielraum. Das ist echt wenig. Es ist einfacher, je größer der Spielraum ist quasi. Also je größer der, der Spielraum bei der Spannbreite vom Druck und Temperatur ist, desto mehr Zeit hast du ja zu reagieren, auch um den Hebel zu ziehen. So, jetzt brauchen wir noch 100 Kobalt. Und dann haben wir Astroloy auch. Und zwar auch in einer ziemlich großen Menge tatsächlich. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus hier. Mal schauen, ob es auch vom Druck schon passt. Nee, okay, jetzt müssen wir mal gucken, was fehlt. Wir brauchen bei assoi 30 MPa bis 40 MPa. Das ist sogar richtig. Aber uns fehlt äh, Temperatur. Wir haben zu wenig Temperatur. Das heißt, wir müssen tatsächlich mal lieber noch mal ein bisschen Druck ablassen. Ich speichere jetzt direkt noch mal. Wir lassen mal ein bisschen Druck raus aus dem Kessel. Aber nur ganz wenig. So, dass wir vielleicht so unter 30 erstmal ablassen. Vielleicht so auf 25 gehen. Und dann noch mal... Ja, nochmal so zwei Oxides und, und vier Volatiles nochmal reinmachen. Ja, das reicht schon. Stopp. Äh, und dann mal zumachen hier. Genau. Ähm, so jetzt machen wir nochmal zwei Oxides rein. Der Hebel ist oben. Genau. Und zwei Volatiles. Ne, vier Volatiles. So, mal machen, 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 machen. Könnte sein, dass das sogar schon was bringt. Äh, wir brauchen 1 KK. Also wir müssen über 900.000 auf jeden Fall kommen. Wir sind jetzt genau auf 900.000, ist zu wenig Temperatur. Druck ist immer noch so. Müssen wir nochmal einen Ablass machen beim Druck. Ventil aufmachen. Und nochmal ein bisschen wenden. Und dann dasselbe nochmal machen. Also wieder so auf 25 runter, runterlassen. Und dann wieder zwei, Volatiles, äh, zwei Oxides und vier rein reinmachen. Das Stopp reicht. Zumachen. Und dann äh, Oxides 2, Volatiles 4. So, hervorragend. Und dann mal hier drücken, drücken, drücken. Und dann könnte es sein, dass das schon die Wende ist. Ja, da ist es. Nice. Haben wir die Werte geschafft. Wir haben Astroloy. Streik Nummer zwei, meine lieben Freunde. Und schöne gleichmäßige Mengen, ne? muss man auch mal sagen. Genau, speichern, wir. speichern, auf jeden Fall speichern. Okay, so jetzt haben wir die Sachen mit Stahl, haben wir erstmal soweit abgearbeitet tatsächlich. Das nächste ist jetzt äh, Waspaloi. Das ist mit dem Druck sehr krass, da müssen wir auf 50 MPa kommen. Und äh, Stelite auch. Ich glaube Stelite, warte mal, da brauchen wir einen Stack. Wir haben einen Stack. Kobalt ein Stack Silber, das passt und dann bräuchten wir zwei Stacks Silizium. Ja, das können wir auch gleich mal machen eigentlich. Machen wir mal mit äh, Stellite weiter. Ich zeig's euch noch hoch. Ich zeig's euch noch mal kurz. Äh, Stellite, nicht Stellite, das ist immer da oben ein bisschen unpräzise das Feld. Genau, das sind die Stellite. 0,25 Silber, fünf, also doppelt so viel Silizium 0,5 und 0,25 Kobalt genau. Also ist im Endeffekt äh, genau eigentlich gar nicht schlecht. So, jetzt äh, schauen wir mal, hauen wir mal gleich die zwei Stacks Silizium rein, würde ich sagen. Ich glaube, das können wir jetzt am leichtesten noch portionieren. Dann sind wir da eigentlich auch gut dabei. Genau so. Und dann brauchen wir ein Stack Silvia. Silvia rein. Und dann brauchen wir Kobalt nochmal. Da haben wir noch einen Stack. Das hat auch ziemlich lange gedauert, das alles zu farmen. Und obwohl wir jetzt schon den Advanced Bohrer haben, hat das ziemlich lange gedauert. Hervorragend. So dann müssen wir mal gucken. Oh, jetzt müssen wir schauen, wegen oh, oh oh oh, wir müssen den Druck ablassen, sonst macht es gleich bum bum. Also krass, wie schnell das hochgeht, ne? Wenn du da zu viel reinmachst. Wie gesagt, jedes Erz, was halt reingeworfen wird und was eingeschmolzen wird, erhöht halt den Druck. Aber ihr seht auch, wir müssen für äh, für was war's? es? wasp -Aloi. müssen wir tatsächlich in diesen roten Bereich reingehen. Das wird nochmal lustig. Ähm, so, jetzt haben wir Stellite. Wir brauchen 20 MPa. Wir haben 30. Maximal 20. Okay, wir haben viel zu viel Druck. Da müssen wir erstmal Druck ablassen. Wieder weiter Druck ablassen. Das ist zu viel Druck. Und wir brauchen Temperatur von 1,8 KK. Okay, wir brauchen sehr viel Temperatur. Da haben wir noch nicht genug Temperatur. Ja, 20 MPA maximal. Das heißt, wir müssen eigentlich schon auf 15 runter gehen, wenn wir die Temperatur nochmal erhöhen müssen. Das heißt, wir müssen auf 15 MPA runter. Weil jetzt ja die Temperatur steigt, äh, Druck steigt ja dann nochmal, wenn wir nochmal Verbrennungsvorgang zünden. Nicht wahr. Genau. Machen wir das mal so und wieder zu. Und jetzt müssen wir nochmal. Wir machen wieder ...zwei Oxides. Und drei, äh, vier Volatiles. Genau, und wieder drücken, 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 drücken und... Wie sieht's aus? Ja, sieht gut aus. Komm, zieh! Wie viel brauchen wir bei Temperatur? 1,8? Ah ne, ist nochmal noch zu wenig. Und Temp äh, Druck ist auch schon wieder zu hoch. Okay, da müssen wir noch mehr... Wir müssen richtig viel Temperatur da machen jetzt. Okay, eigentlich kann ich direkt nochmal das Ventil aufmachen. Wir müssen eigentlich nochmal richtig viel Druck tatsächlich ablassen. Mach mal richtig schnell den Druck raus. Richtig schnell ableiten, dass wenig, möglichst wenig Temperatur verloren geht. Richtig viel Druck raus, genau. Mach mal auf 10 MPa runter. Und dann geben wir nochmal. Wir geben 6 Oxides und 12 Volatiles rein, tatsächlich. Stopp. Reicht. Und zumachen. Wir geben jetzt 6 Oxides. Rein und 12 Volatiles. Gehen wir mal richtig Gas jetzt. Richtig die Temperatur hoch machen. Yes, da geht es schon richtig ab. Da zündet der schon richtig krass. Genau. 1,5. Sehr gut. 1,5 kK. Wir brauchen mehr. 1,8 müssen wir erreichen. Druck ist schon zu hoch. Müssen wir gleich ablassen nochmal. Aber Temperatur muss noch steigen. Ist noch zu wenig. Schafft da nicht. 1,7 immer noch zu wenig. Unglaublich. Unglaublich, schafft er nicht, kann er es schaffen, kann er es vorbeidribbeln, man weiß es nicht. Es ist ein, ein, ein Nervenkrieg ohne Ende. Der Anzug hat kaum noch Energie. Spielbär wird gleich äh, erfrieren, weil er hier rumsteht und versucht mit seinem Ofen zu kämpfen. Mach mal hier auf, wir müssen den Druck wieder reduzieren. Druck reduzieren, wieder auf 10 oder 15 runter und dann nochmal richtig Gas geben. Richtig nochmal noch richtig einen drauflegen, eine Kohle. So, machen wir mal noch. Ja, mach mal Stopp wieder. So, und hier wieder zu. Und nur, und nur, und nur, und nur machen wir mal nochmal. Machen wir mal jetzt erstmal wieder 4 Oxides. Und 8 äh, Volatiles, genau. Mal gucken, ob er es jetzt hinkriegt. Er muss über 1,8 kK kommen. Er muss da drüber. Er kommt nicht drüber. Er schafft es nicht. Er bleibt bei 1,7 immer hängen. Er ist kurz davor, er ist kurz davor. Vielleicht müssen wir es doch erstmal in den roten Bereich noch hoch, also leicht an den roten Bereich ran. Und dann erst den Druck ablassen wahrscheinlich. Ich glaube, so rum ist besser. Wir müssen jetzt nochmal hier, mach mal zwei Oxides nochmal rein und vier Volatiles. Guck mal mal, das wird jetzt natürlich äh, haarig. Aber so ist es eben ja, ja, geht jetzt nicht anders. Müssen wir jetzt mal durchziehen. So, jetzt haben wir immer noch nicht 1,8. Okay, ich muss doch mal ganz kurz meinen Anzug wenden. Also mal rausgehen mal kurz. Es macht sich von alleine da jetzt. Wir lassen den einfach laufen. Ist Ja, ja ich muss mal ganz kurz entlüften und mal... Weil sonst Platz ich nehme ich gleich. Und mein Sauerstoff sieht auch nicht mehr süd so aus. Wir haben vorher noch gefarmt den ganzen Spaß. Deswegen muss ich das mal ganz schnell mal machen. Äh, mach mal meinen Anzug auf auch. Muss mein. Äh, mach mal das hier zu schnell. Ach, das kommt wieder zur Unzeit. <laughs> Wo ist denn meine Steuerung? Hier. Und ja, hier das ausmachen. Mal ganz kurz mal das da drin lassen. Genau, Sauerstoff rein. Waste Tank ist bei Null. Gott sei Dank habe ich dieses Gestänge. Sonst würde das wieder ewig dauern, das Rumgefrickel. Okay, rein damit. Rein damit. Zumachen. Systeme an. Systeme an und schnell mal Batterie auch austauschen. Ja, mecker doch nicht. Mecker mich doch nicht an. Schrei mich doch nicht so an! Mit meinem Sauerstoff, mit meinem wenigen. So, alles klar, alles gut. Hat er gemacht. war ah, nicht drüber wegfliegen. Warte. Die anderen Gase sind relativ egal. Er muss nur mit aufheizen. Jaja. Es muss aufheizen. Alles aufheizen. So. Moment, mal gucken, wie sieht's aus. Ah, da ist schon wieder die Temperatur so schnell gefallen. Jetzt gibt's doch nicht. Okay, wir müssen nochmal richtig Druck rauslassen jetzt einfach. Den Druck mal richtig schnell fallen lassen. Und dann nochmal richtig, richtig aufheizen, das Ding. Nochmal richtig was reinknallen. Es muss richtig knallen, muss das. Und jetzt noch mal hier Splitten. Äh. Ah, ich habe kaum noch Volatiles. scheiße, ich muss noch Volatiles holen. Mist, das habe ich gar nicht realisiert, dass ich so wenig habe. Okay, egal, müssen wir schnell machen, hilft nichts. Ja, Abenteuer Hochofen kann ich da noch sagen. Gib mir hier schnell den Bohrer. Das ist aber alles in der Nähe. Wenn wir jetzt schnell sind, solange die Sonne noch da ist, ist es auch wichtig, dass wir das jetzt machen. Ja, ja, da zeige ich euch das mal ein bisschen detailliert, weil ich glaube, bei einigen, also für einige ist es sicherlich auch nicht uninteressant, wenn man mal so ein bisschen zeigt, wie man diese Advanced-Stoffe macht, die man ja für alles Mögliche braucht. Für die großen Batterien braucht man das, für die ganzen fortschrittlichen Crafting-Stationen. Das braucht man ja für alles eigentlich. Genau, nee, die anderen Gase sind glaube ich relativ unwichtig. Wir müssen nur auch aufpassen, dass uns der externe Tank nicht zu voll läuft. Der hat zwar 60 MPA Kapazität, aber irgendwann ist die halt auch voll, ne? Und dann macht's puff puff. Da ist noch mal Oxides und da ist noch mal Volatiles. Die müssen wir jetzt mal holen, hilft nichts. Hilft nichts. Da, 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 da. Sonst kann der Spielbär nicht mehr zündeln. Nein, sie fliegen weg. Warum? Weil hier alles voll ist. Spielbär. Was machst du? Nimm mal noch mehr mit. Vielleicht. Wenn du schon mal dabei bist. Hier das auch mitnehmen. Genau. So, warte, da oben. Da oben war noch. Da oben war noch äh, Oxides. Da fehlen auch eigentlich welche. Brauchen wir alles, brauchen wir alles. Mal alles mitnehmen hier, was hier nicht bei drei auf dem Baum ist. Weil wer weiß, wie viel wir... wie oft wir den Ofen nochmal zünden und äh, Entwenden müssen halt. Warten halt mal so. Wenn noch genug O2 drin ist, kühlt Oxide Eis nur. Ist zu viel Volatiles drin, kühlt Volatileis Eis nur. Ja, aber das. Also wenn man das in den Mischverhältnissen reinmacht, wie ich es reingemacht habe, steht in der Wiki drin, dass das dann relativ rückstandsfrei, also ohne Überschuss verbrennt. Beides. Also das bleibt eigentlich nicht zurück. Es sei denn, man macht das unproportional. Dann äh, bleibt was zurück, ja. Also, da dürfte eigentlich, wenn ich jetzt recht habe mit meiner Aussage und wir gucken mit dem Tool drauf, mit dem Atmosphärentablet, dann dürften da gar keine Volatiles und keine Oxides drin sein. Ich prüfe das mal gerade. Ja, ist nicht. Genau, genau wie ich es gesagt habe. Weil ich immer in, immer zwei, also doppelt so viele Volatiles, wie ich Oxides mache, verbrenne. Dann bleibt da nichts zurück, ist so. Genau, ähm, so, wir haben immerhin noch 700. So, jetzt müssen wir mal richtig Gas geben. Jetzt müssen wir mal. Ich speichere nochmal. Hoffentlich ist der externe. Ich hätte vielleicht noch den externen Dank nochmal prüfen sollen. Egal. Ähm, mach mal. 6 Oxides. Jetzt wird's lustig. Und 12 Volatiles. Jetzt bin ich gespannt. Da geht's schon richtig schön nach oben. 1,6 schon. Aste Reine. Was, da meinte jemand, da ist äh, Sauerstoff drin? Ja, okay, da ist 1% O2 drin. Aber das ist 1%. Das ist auch das, was ich gerade reingemacht habe. Guck mal. Guck mal, wie das mehr oder weniger gleichmäßig sich äh, sich verbrennt eigentlich. Das ist eigentlich gut. Wir sind auch fast dran an der Temperatur. Ganz schon fast. Okay, noch einmal. Noch einmal drei, Vol äh, drei Oxides und 6 Volatiles nochmal reinmachen. Und dann müsste zumindest die Temperatur schon mal stimmen. Pärchen braucht super Zündis. 1,71 haben wir jetzt. 33 MPA. Jedes Eis, was er reinwirft, kühlt. Ja, davon mal abgesehen. Das ist halt so. Aber das, der Effekt des Verbrennens äh, wiegt ja schwerer als der Effekt des Kühlens von dem Eis eigentlich normalerweise. Wir müssen den Druck eh runterkriegen wieder. Der muss ja auf 20 darf der ja maximal sein, MPA. Das heißt, ich muss sowieso wenden. Das heißt, äh. Achso, du meinst, dass ich das erstmal restlos verbrennen lassen soll? Ja, gut, das ist natürlich äh, ein Aspekt. Okay, warte mal, mach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir machen jetzt nochmal, wir knallen jetzt nochmal richtig hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir knallen jetzt nochmal richtig. Das muss jetzt nochmal richtig scheppern hier. Scheppern muss das, scheppern muss das. Ventil ist zu, ja, ja. Scheppern, 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 scheppern muss das. Ja, oh, wir haben es gleich, die Temperatur ist gleich erreicht. Wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie, aber wir sind zu weit beim Druck nach oben. Druck ist zu hoch, Druck ist zu hoch, Druck ist zu hoch. So, jetzt müssen wir einen Druck ablassen gleich. Ich gucke nochmal ganz kurz, wie viel ist verbrannt. Lass mal's erst mal es noch erstmal nochmal voll verbrennen. Es ist ja auch eine Menge Gas, was aufgeheizt werden muss. Je mehr Gas drin ist, desto träger ist das Aufheizen. Ja, das merkt man auch, ne? Das spürt man. Das ist halt äh, schwierig. Wie viel? Ich muss jetzt mal ganz kurz mal checken, wie sieht es denn mit dem externen Tank aus? Weil ich habe gerade schon wieder 20 oder so MPa rausgepresst. Ähm, nicht, dass der uns hier um die Ohren fliegt. Mal ganz kurz mal gucken. Ja, oh, der ist nur bei 30. Okay, wie sieht es bei den Rohren aus? Die Rohren haben auch keinen Stress. Der hat immer nur die noch die Hälfte von dem, was er kann. Also, der kann noch. Da geht noch was. Erstaunlich eigentlich. Ich hätte gedacht, da wäre schon mehr drin. <laughs> ich hätte gedacht, der ist schon längst am, am Limit. Okay. Also ihr meint, ich soll jetzt noch mal alles rausmachen, oder was? Und dann noch mal richtig Gas geben? Okay, gut, dann machen wir das. Ist ja noch offen hier. Dann gehen wir mal richtig schnell runter jetzt. Wir gehen jetzt mal richtig schnell runter. Oh, das ist schlecht. Da ist wohl was geplatzt. Das war wohl zu schnell. Nein, jetzt habe ich kein Reserverohr dabei. Ach, weißt du was? Das ist eigentlich auch gerade egal. Solange das Ventil zu ist, äh, macht das ja nichts. Mach mal schnell noch zu das Ding hier. Genau. Egal, solange es sich nicht entzündet, ist alles gut. <laughs> Famous Last Words. Ähm, so, Moment, wir haben jetzt äh, 1,5. Müsste eigentlich noch mehr rausmachen wahrscheinlich. Ja, es geht schon es geht schon runter. Alles gut, alles gut. Jetzt kann er keine Energie mehr verlieren. Alles gut. So, jetzt Achtung. Äh, ich nehme jetzt nochmal 6. Nein, was? Exception, was? Is not an object. Oh, das war wohl ein Fehler. Haha, <laughs> ich habe ja gespeichert. Ah, es ist wieder passiert. Ja, es ist wieder passiert. Wow, kaboom. Aber es ist nicht so spektakulär wie beim letzten Mal. Hilfe! Ich brenne! Ah. Wow! Yes! Kapuff! Es qualmt! Das schöne Gas! Ah. Was für ein Druck! Ja, lösch mich mal hier. CO2. Nein, oh Gott. Ah. Uh. Oh nein! Nein, ich fliege! Warp Speed! Oh. Uh. So, Wente mal richtig. Wente mal, Wente mal, Wente mal. Das Eis gleich mit der Maus in den Ofen schweben. Ja, ist mir dann auch Ich muss es ja splitten vorher noch. Das ist halt das Problem. Deswegen hatte ich... Deswegen ist das passiert, weil ich es ja vorher splitten muss. Genau, egal. So, ähm 6 Oxides. Habe ich das Ventil zu gemacht? Ja. Und 12 Volatiles. So, und nochmal hier jetzt. Die Komponenten sind noch drin, ja, die sind noch drin. Komm schon. Pfeffer ist hoch. Yes, jetzt geht es auch schneller mit der Temperatur. Seht ihr das? Die steigt viel explosiver noch. Oh, wir sind auf jeden Fall näher dran jetzt. Guck mal. Wir sind näher dran an der Temperatur, die wir brauchen. Und es ist nur ganz knapp über dem Wert, den wir erreichen dürfen, maximal. Von, vom Druck halt. Das ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. Jetzt müssen wir nochmal ein kleines bisschen mehr Temperatur machen. Mach mal drei Oxides. Und sechs Volatiles nochmal rein. Und dann gibt man nochmal Stoff. So, dass es nochmal richtig nach oben geht. Ja, okay, da, da wird es träger mit dem, <laughs> mit dem Temperaturzuwachs, wird es dann träger, ja, ja. Aber wir sind jetzt auf der Temperatur, die wir brauchen. 1,8. Was ist denn, wenn ich jetzt schnell entlüfte? Warte. Also, jetzt nicht zu schnell natürlich. Wir sollten wirklich nur mit maximal 20 entlüften und nicht mit zu viel. Wenn wir jetzt schnell entlüften, sodass wir schnell unter die 20 kommen. Hey, da ist schon wieder, ist schon wieder zu viel raus. Und schon wieder geplatzt, das Wort. Das ist schlecht. Aber ich sag's mal so, mir ist das jetzt erstmal egal. Wir machen jetzt mal folgendes. Wir machen hier einfach mal die Türen beide auf jetzt. Oh, war auch Fehler. <laughs> Hat sich wohl entzündet. Egal, einfach absaugen. Alles gut. Was ist denn jetzt hier geplatzt? Seal. Ist gleich ist gleich aus. Das hat gleich keine Nahrung mehr, das Feuer. Warte mal. Wenn wir jetzt hier zumachen. Oh, CO2-Eis. Das ist nice. Hui! -ja. <laughs> Heiligsblechle. Ah! <Eow! lacht> wow! Okay, das war wohl auch falsch. Hui! -ju. Ich fliege immer noch. Ich flieg zum Jupiter! Ich wollte schon immer mal wissen, was da passiert. Ah, Kacke! Tut das weh. Ich hab mir was ausgekugelt, glaube ich. Meine Temperatur ist kritisch. Ich glaube, da sind noch ein paar andere Sachen kritisch. Irgendwas pfeift. Mr. Stark. Ich fühle mich nicht so gut. Wir gehen jetzt mal richtig runter mit dem Druck. Richtig, richtig weit runter. Und dann machen wir mal. Was hatten wir jetzt? Beim letzten Mal hatten wir 6 Oxides und 12. Wir machen 8 Oxides rein. Beim ersten Anlauf 8 Oxides und äh, 16 Volatiles. Damit wir gleich beim ersten Zünden schon nah an den roten Bereich rankommen. Zumachen, zumachen, zumachen. Lass mal das Ventil einfach mal eine Weile offen. Das kann ja offen stehen bleiben, erstmal. Beziehungsweise, ja, nee, mach's mal lieber zu. Ähm, so, also jetzt nochmal hier. Liebe Freunde der Sonne, ich verspreche euch, das wird jetzt richtig geil. Also, wir brauchen 8 Oxides. Nein, das sind Volatiles Spielbär. Du fängst schon wieder falsch an. Acht Oxides. Und 16 Volatiles. 16 Spielbär. 16. Und dann gibst du richtig Stoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ja, oh, guck mal, siehst du, da sind wir nämlich schon gleich über 1,8 kk rüber. Und wir sind ganz nah am Druck. Okay, und wenn ich jetzt den Druck öffne, wenn ich den Druck jetzt leicht ablasse. Wenn jetzt das Rohr platzt, ist mir alles egal jetzt. Mir jetzt wurscht, Hauptsache das klappt jetzt. Wenn nicht grün wird, das Schalterchen. Müssen wir schnell ziehen. Jetzt, wir haben es. Und jetzt schnell wieder zu. Zumachen? Wir haben ihn. Ich hab's geschafft. Mit Brain, meine lieben Freunde, mit dem Gehirn eines Primaten. Nee, Quatsch, mit dem Gehirn eines Bären, was erzähle ich. So, was brauchen wir jetzt als nächstes? Was können wir uns überhaupt noch leisten von diesen ganzen extravaganten Sachen, die wir da jetzt noch haben? Wir können uns noch... Wir haben ja noch Hasteloy, fehlt noch. Da brauchen wir... Ne, Moment, Hasteloy hatten wir schon gemacht, oder? Ne, Moment. Silber. Äh, ne, so Hasteloy. Da brauchen wir zweimal, doppelt so viel Silber, wie wir Nickel und Kobalt brauchen. Äh, ist Hastelloy so wichtig? Nee, Waspalloy ist eigentlich wichtig. Silber einmal, Nickel einmal. Das können wir, glaube ich, noch machen. Da muss ich unten nochmal Silber rausholen. Das können wir machen. Wir können äh, Waspalloy noch machen. Da brauchen wir auch so eine abartig hohe Temperatur. Hastelloy hast du nicht gesehen. Hast du sowas schon nicht gesehen? Und speichern muss ich. Auf jeden Fall speichern gleich. Speichern und wir legen mal das, was wir jetzt schon geschafft haben, legen wir jetzt einfach mal hier rein, weil äh, was soll der Geiz, ne? So Silber, meine lieben Freunde, wir haben noch Silber. Guck mal, wir haben noch so viel und wir haben Sch äh, Blei. Blei, da brauchen wir aber doppelt so viel, wie wir Silber haben. Das heißt, wir müssten eigentlich noch schauen, dass wir diesen Bleistack noch voll kriegen. Das wäre eigentlich doch, aber hier ist Blei in der Nähe. Wir können Blei hier so, ich glaube sogar unter der Base können wir sogar Blei abbauen. Nickel haben wir auch noch. Da ist so noch ein Stack, den nehmen wir einfach mal mit jetzt was soll der geiz und äh, genau dann gucke ich mal ganz kurz hier war irgendwo hatte ich jetzt meine batterie schon ausgetauscht nee, warte müssen wir mal noch machen. wahrscheinlich sind alle pflanzen jetzt in der Zeit schon gestorben ist egal hier genau ich glaube das war blei warte mal mal gucken gib mir mal den buch ja ist das blei es sieht mir mehr aus wie wie kupfer Irgendwo war hier Blei. Jetzt habe ich natürlich hier diese blöden Kisten, die Dann war es oben an der Oberfläche. Irgendwo war Blei. Bin mir sehr sicher. Bin mir sehr, 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 sehr sicher, meine lieben Freunde. Was eine sprenghafte Geburt. Das war auf jeden Fall sehr sprunghaft auch, ja. Sprenghaft und eine sehr explosive Situation war das. Aber dafür haben wir es jetzt. Aber sowas von. Äh, ist es noch am Start? Ich meine, hier war was direkt nebenan. Ich muss mal gucken. Irgendwo hier am Berg oder im Hang oder irgendwo war hier was drin. Nicht weit weg, auf jeden Fall. So viel zum Thema nicht weit weg. Auf der anderen Seite mal gucken. Oder hatte ich es doch weggegraben dann am Ende? Warte mal, da. Da steckt doch was. Ja, das ist es, glaube ich. Ja, 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 hier siehst du. Hat er richtig erkannt. Hat er richtig gemacht. Guck, da haben wir die zwei Stacks. Der Wahnsinn. Hat er richtig im Kopf gehabt noch. Aber es hat sich vor mir echt versteckt. Es wollte nicht gefunden werden, definitiv. Ich habe nur den Fitzel da gesehen, den kleinen. Okay, dann wendet mal hier den Spaß. So, und jetzt machen wir noch den letzten Hassel. Den letzten nervigen Hassel machen wir noch. So, das ist jetzt dann noch Nochmal speichern. Ähm, zweimal Blei. Also die beiden Stacks haben wir jetzt mal direkt rein. Direkt mal rein machen. Und dann den Silber und den anderen auch noch. Auf jeden Fall mindestens. Okay. So, dann äh, Silber einmal. Oh, ah, unser Kobalt-Stack ist gar nicht vollständig. Ne, Quatsch, wir brauchen gar keinen Kohl. Wir brauchen Nickel, wer Nickel brauchst du. Mein Gummi ist geplatzt, der meinen Headset-Ohrmuschel äh, festhält. Haha, <laughs> ist mir voll ins Gesicht geschnipst gerade. Ich dachte so, WTF. Welches Tier springt mich da denn jetzt an? Ne, alles gut. Der hat wohl nachgegeben. Der ist auch schon ganz schön lange da dran. Ich sollte es wirklich mal festkleben mittlerweile. Egal, merken wir uns für später. Also wir brauchen 50 MPA. Ach du Scheiße. Und wie viel Temperatur? 400 kK. Also sehr wenig Temperatur und sehr viel Druck. Gut, Druck erzeugen, das haben wir ja gesehen, meine Spezialität, meine Geheime. Okay, warte, 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 warte. Ähm, da müssen wir erstmal abkühlen lassen das Ganze. Oder einfach ein Eis reinmachen. Einfach mehr Volatiles oder mehr Oxides reinmachen und dann äh, den Druck einfach dadurch erhöhen. Am Ende des Tages müssen wir das so machen. Weil wir müssen auf 50 MPa kommen und dürfen die Zeit. Wobei wir können bis 800 hochgehen. Und wir sind jetzt bei 762. Also, wenn wir es noch ein bisschen äh, abkühlen lassen, noch ein bisschen, dann äh, können wir einfach. Ja, keine Ahnung. Gehen wir einfach äh, Pff, Volatiles, Oxides rein und gucken mal, was Bums macht. Wir machen das mal anders. Wir machen eine Zündung, die etwas kleiner ist. Nein! Warum hat er das jetzt direkt reingemacht? Ach ja, weil er es nicht da reinlegen konnte. Okay, egal. Scheiße, dann schnell. Und jetzt nochmal... 5. Äh, <laughs> Keine Ahnung. Mal gucken. Das war jetzt wahrscheinlich nicht richtig. Egal. Wir werden es ja gleich sehen. Der Druck steigt schon mal vorbildlich. Wir sind viel zu heiß. Viel zu heiß. Ja, ich wollte eigentlich mit der Temperatur runter. Jetzt habe ich aus Versehen das blöde Volatiles da reingeschmissen. Das wollte ich gar nicht. Die Hand war blockiert. Ach Gott, verflucht. Egal. Die Temperatur droppt ja sowieso. Warte mal. Mach nochmal jetzt. Jetzt mal Kondensationsspielbär. Mach mal 5 Oxides und 10 Volatiles rein. Holodeits gehen uns schon langsam wieder aus. Ja, das sieht aber schon mal ja nicht so schlecht aus. Wir müssen ja eh in den roten Bereich. Wir müssen weit in den roten Bereich. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber ja, die Temperatur ist zu hoch. Jetzt ist natürlich die Sache, man kann das jetzt natürlich auf diesem hohen Druck belassen, kurz weggehen, und was anderes machen. Das ist natürlich ein bisschen risikobehaftet. Aber in der Zeit, der Druck hält sich, glaube ich, relativ konstant, während die Temperatur dann absinkt schon. Die sinkt, glaube ich, schneller als der Druck. Das heißt, dann kommt man einfach später wieder, macht nochmal ein bisschen mehr Druck dann auf den Kessel, erhöht einfach den Druck. Da können wir, glaube ich, auch einfach nochmal irgendwie ein anderes Eis oder so dann reinmachen, damit der Druck auf 50 steigt und die Temperatur muss ja nicht steigen. Die muss ja nur, die darf ja nur 800k nicht übersteigen eigentlich und äh, ja, dann haben wir es ja eigentlich schon. Wir müssen quasi die Temperatur halbieren und den Druck noch mal um 5 MPa erhöhen. Wir Müssen wahrscheinlich eh nochmal mal ein Oxide und zwei Volatiles reinmachen, alleine um den Druck noch mal ein bisschen weiter hochzukriegen. Ich mache jetzt noch mal ein Oxide rein und noch mal zwei Volatiles. Ich will Mal wissen, wie viel Druck dabei entsteht. Temperatur steigt eigentlich nur unwesentlich dabei. Druck aber auch nur unwesentlich. Da müssen wir noch mehr machen, eindeutig. Also ihr meint, ich soll da jetzt rumfummeln. Ich soll da jetzt ein Rohr anschließen und dann da Gase reinpumpen. Okay. Na gut. Äh <laughs> dann holen wir mal die Komponenten wenigstens schon mal, wa? Und an der Stelle endet wieder diese Folge Stationiers. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind, oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Stationiers, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!